Seit jeher haben die Menschen zu den Sternen geschaut. Seit jeher hat uns das Universum fasziniert und Fragen aufgeworfen. Was ist noch da draußen? Wie ist das alles entstanden? Wo kommen wir her? Der Schritt in den Weltraum hat seit Anfang an die Fantasie der Menschen angeregt. Mythen und Legenden entstanden rund um die Raumfahrt und die Astronauten. So schnell wie die Raketen sich in den Himmel erhoben. Zweifel und Skepsis erfüllten Kritiker, die nicht glauben wollten, dass der Mensch von der Erde abheben und das All erkunden kann. Herzlich willkommen bei Spacetime mit Ulrich Walter, Astronaut und Wissenschaftler. Er weiß, im Weltraum wartet Unglaubliches auf uns. Von Außerirdischen bis zur Weltverschwörung durch die NASA. In unserer aufgeklärten und digitalisierten Welt ist gerade das Internet die Front, an der um abstruse Thesen und absurde Theorien hart gekämpft wird. Vor etwa 100 Jahren hat der Mensch begonnen, zunächst den Luftraum und dann den Weltraum zu erobern. Seitdem wurden die Pioniere von Mythen und Legenden begleitet. Und natürlich von Verschwörungstheorien. Wir kommen in Frieden, so der Untertitel der 2012 entstandenen Nazi-Weltraumkomödie Iron Sky. Der finnische Regisseur Timo Vuorensola greift eine seit dem Untergang des Dritten Reiches bestehende Verschwörungstheorie auf. Nazis, die dank weit überlegener Technologien fliehen und sich an einem weit entfernten Ort verstecken. In diesem Fall auf dem Mond. Von dem brechen sie schließlich auf, um nun endgültig die Welt zu erobern. Es ist immer wieder der Mond, der die menschliche Fantasie anregt. 16. Juli 1969, 13.32 Uhr Weltzeit. Apollo 11 startet vom Kennedy Space Center, Cape Canaveral, in Richtung Mond. An Bord die drei US-Astronauten Neil Armstrong, Buzz Aldrin und Michael Collins. Drei Tage später erreichen sie den Erdtrabanten und Neil Armstrong betritt als erster Mensch den Mond. Ihr Fußabdruck im Mondstaub markiert den Beginn eines bis heute anhaltenden Streits. Die Mutter aller Verschwörungstheorien ist natürlich der Moon Hoax. Also die Verschwörungstheoretiker sagen, wir waren gar nicht auf dem Mond. Das hat alles die NASA in irgendwelchen Hollywood-Studios gedreht, mit genialen Tricks, sodass wir das glauben sollten. Und beweisen tun sie es mit folgenden Argumenten. Sie sagen, schaut's doch mal hin, bei den Bildern vom Mond an diesem pechschwarzen Himmel sieht man keinen einzigen Stern. Da müsste man auch die Sterne sehen. Oder als die Astronauten die amerikanische Flagge in den Boden gesteckt haben, da hat sie gewackelt. Und wackeln kann's nur durch den Wind sein. Also gab's Wind in den Studios. Oder überhaupt, als die Rakete zum Mond startete, da mussten sie durch den sogenannten Van Allen-Belt, ein Strahlungsgürtel. Und wenn die Astronauten da durchfliegen, dann sterben sie natürlich. Das sind die Argumente. Was ist denn nun wirklich dran an diesen Argumenten? Kaum ein anderes Menschheitsereignis brachte so wilde Spekulationen hervor, wie das Betreten des Erdtrabanten durch Neil Armstrong und 11 weitere US-Astronauten. Den Startschuss zur Eroberung des Mondes gab der damalige US-Präsident John F. Kennedy in einer Rede an der Rice University in Houston, Texas. Es war der 12. September 1962. Wir haben uns entschlossen, zum Mond zu fliegen. Noch in diesem Jahrzehnt. Nicht, weil es leicht ist, sondern weil es schwer ist. Kennedy wählte mit seinem Mondprogramm die Flucht nach vorne. Beim Wettlauf ins All stahlen die Russen den Amerikanern seit Jahren die Show. 1957 hatte die Sowjetunion
den ersten Satelliten ins All geschickt. Und 1961 mit Juri Gagarin dann auch noch den ersten Menschen. Alles arbeitet normal. Alles arbeitet planmäßig. Der Kalte Krieg herrschte nun auch im Orbit. Es ging um militärische Vorherrschaft, um Technologie und um viel Prestige. Es war ein im All ausgetragener Kampf zweier Supermächte und zweier Weltanschauungen. Und über Jahre hinweg lagen die Amerikaner bei diesem Rennen auf dem zweiten Platz. Kennedys Mondprogramm sollte die Wende bringen. Einen kommunistischen Mond konnte und wollte sich die westliche Welt nicht vorstellen. Doch gerade dieser Kampf um die Vorherrschaft im All ist einer der wichtigsten Beweise für den Erfolg der Amerikaner. Es hat damals einen großen Wettlauf gegeben, einen politischen Wettlauf. Und wenn die Amerikaner nicht auf dem Mond gewesen wären, wären die Russen technisch in der Lage gewesen, das festzustellen. Also zumindest müssen sie mit einer Kapsel den Mond umkreist haben. Das konnten die Russen nämlich wirklich nachweisen. Also so weit sind sie auf jeden Fall gekommen. Ob sie jetzt runtergeflogen sind, einen Fuß draufgesetzt haben und wieder zurückgeflogen sind, selbst das kann man von der Erde aus nachweisen, indem man einfach den Funkverkehr abhört. Und dann kann man wirklich verorten, wo kommt der eigentlich genau her. Eine gefälschte Mondlandung aufzudecken und den politischen Gegner vorzuführen, hätte sich die Sowjetunion nicht entgehen lassen. Doch es kam kein Aufschrei aus dem kommunistischen Machtblock. Im Gegenteil, die Presse des Klassenfeindes berichtete über den Erfolg der Amerikaner, wenn auch verhalten. Und dann muss man natürlich sagen, an dem Apollo-Programm, das kann man ja nachweisen, haben ungefähr 400.000 Menschen mitgearbeitet. Da muss man viele Menschen bestochen haben. Und wie gesagt, insbesondere muss man die Russen ruhig gestellt haben, weil das waren quasi die Zeugen. Der größte Feind war also der Zeuge. Und es ist unwahrscheinlich, dass wenn da auch nur ein kleines Stäubchen an Zweifel es geben würde, dass ausgerechnet die Russen das 50 Jahre lang nicht geäußert haben. Eines der berühmtesten Argumente der Verschwörungstheoretiker ist die angeblich wehende US-Flagge auf dem Mond. Die Flagge wurde von einer Querstrebe gehalten und leicht gerafft aufgeschoben. Das sollte verhindern, dass sie wie ein nasser Lappen an der Stange hing und sollte so ein eindrucksvolleres Bild abgeben. Beim Einstecken in den Mondboden bei Apollo 15 schwang sie hin und her. Die Verschwörungstheoretiker konstruierten daraus die mehr der im Studio wehenden Flagge. Die Leugnung der Mondlandung hat schon lange religiöse Züge angenommen. Immer gab es diese Ideen. Aber nie waren sie so gut organisiert wie heute. Und das hat diesen ganz eigenwilligen Effekt. Information, Wissen ist heute einfacher zugänglich als je zuvor. Und trotzdem sind auch die Verschwörungstheorien oder diese, nennen wir sie im alternativen Weltbilder, ist weniger negativ belastet, die sind so verbreitet wie nie zuvor, weil sie sich sehr gut organisieren können plötzlich. Weil sie eine Plattform haben, wo sie gemeinsam sich austauschen können und sich immer mehr auch gegenseitig in ihrer Meinung beeinflussen. Insofern, dass wenn ich eine abstruse Idee habe und gut verteilt irgendwo in der Gesellschaft mich befinde mit dieser Idee, komme ich vielleicht mal wieder davon ab. Wenn ich aber nur noch in einem Zentrum dieses Geschehens mich bewege, nur noch die extremsten linken oder rechten politischen Bilder sehe oder in der Wissenschaft irgendwie ganz abstrusen Sachen, dann muss ich mich nicht wundern, wenn ich sehr, sehr schmal und irgendwann nur noch Scheuklappen aufhabe. Die Zweifler bewegen sich in einer geschlossenen Welt des unbegrenzten Misstrauens. Fakten zählen nicht. Gegenbeweise sind nur der Anlass für erneute Verschwörungstheorien. Heutzutage gibt es Fotos von Landestellen. Also Sonden haben sogar die Fußspuren schon sichtbar gemacht. Insofern sieht man sogar auch die alten Landeplätze sieht man sogar. Aber auch da würde ein Verschwörungstheoretiker sehen, ja, aber das sind natürlich Bilder, die wurden nachträglich manipuliert, wie alles. Also einen Verschwörungstheoretiker wird man nicht überzeugen können, aber die Beweislast ist einfach so dermaßen erdrückend für Leute, die unvoreingenommen sich dieser Frage zuwenden, dass es mir leid tut um die Astronauten, die wirklich auf dem Mond waren, dass sie sich einer solchen Diskussion stellen müssen. Die NASA war sich beim Aufkommen dieser Verschwörungstheorie gar nicht bewusst, welche Ausmaße das Ganze annehmen wird. Für die Wissenschaftler, Ingenieure und Astronauten
waren dies lediglich ein paar Spinner mehr auf der Welt. Lange Zeit hat die NASA nicht darauf reagiert, dass das eigentlich alles nur inszeniert gewesen sei. Aber irgendwann sah sich gezwungen, einem sehr renommierten Raumfahrtjournalisten James Orbach den Auftrag zu geben, Gegenbeweise zu schreiben. Aber dann haben die Medien gesagt, das ist doch unter der Würde der NASA, Gegenbeweise vorlegen zu müssen. Daraufhin hat die NASA den Auftrag von James Orbach wieder zurückgezogen. Damit meinten sich die Verschwörungstheoretiker bestätigt zu sehen, dass doch alles nur Fake gewesen sei. Also es ging hin und her. Was sagen denn die Astronauten dazu? Für die ist das überhaupt kein Thema. Natürlich waren wir auf dem Mond, ist doch überhaupt keine Frage. Und dann gibt es noch diese ganz ungewöhnliche Geschichte von Buzz Aldrin, der ja auch auf dem Mond war. Er wurde in Beverly Hills von einem Dokumentarfilmer, also jemand, der sich mit der Materie beschäftigt hat, angehalten auf offener Straße. Und er beschimpfte ihn als Dieb und Feigling und er sollte auf die Bibel schwören, dass er dort war. Und dann machte Buzz Aldrin etwas sehr Ungewöhnliches. Er gab ihm einfach einen Kinnhaken und ging weiter. Wie ist diese Verschwörungstheorie entstanden? Jahrelang bejubelte die Welt die NASA. Doch 1976 schrieb der bis dahin unbekannte Autor Bill Kaysing ein Buch mit dem Titel We Never Went to the Moon. Wir waren nie auf dem Mond. Kaysing verfasste Bedienungsanleitungen für eine NASA-Zulieferfirma. Das war seine ganze Expertise. Trotzdem gab es nach der Veröffentlichung kein Halten mehr. Für mich ist es verwunderlich, dass sich eigentlich alle Verschwörungstheorien immer auf die USA beziehen. Es kann natürlich auch ein bisschen mit Hollywood zusammenhängen, dass man die USA sowieso mit einer blühenden Filmindustrie in Zusammenhang bringt und sagt, oh, die können sowieso alles in ihren Filmstudios uns da vorgaukeln. Und tatsächlich war Kaysings Märchengeschichte über eine vorgetäuschte Mondlandung der ideale Stoff für Hollywood. Im Jahr 1978 erzählt der Regisseur Peter Himes die Geschichte der in einem Filmstudio inszenierten Landung auf dem Mars. Zu dem Komplott entscheiden sich im Film die NASA-Verantwortlichen, als klar wird, dass die Mission Capricorn One, der Flug von Astronauten zum Nachbarplaneten, nicht durchführbar ist. Wir sind T-minus 18 Sekunden vom Liftoff. Wir sind T-minus 15 Sekunden. Bitte folgen Sie mir. Was zur Hölle ist los? Das ist ein Notfall. Folgen Sie mir. Sofort. Peter Himes verwendet in seinem Science-Fiction-Film Originalaufnahmen der NASA aus dem Apollo-Programm. Auch die Szenen der gefälschten Landung auf dem Mars ähneln den Bildern der echten Mondlandungen. Deshalb befeuerte der Thriller Capricorn One über die fingierte Mars-Mission die Debatte über eine mögliche Verschwörung der NASA. Es gibt ein paar wirklich schöne Beweise, dass wir auf dem Mond waren. Zum Beispiel das Mondgestein, das die Apollo-Astronauten zur Erde zurückgebracht haben. Etwa 400 Kilogramm. Das ist nicht irgendein Gestein. Es enthält sehr flüchtiges Helium-3 und das ist ein Element, das der Sonnenwind in den Mond hinein deponiert hat. Und das können wir sehen. Und dieses Gestein haben nicht nur die Amerikaner, sondern auch die Russen, denn die haben unbemannte Missionen zum Mond geflogen und dann auch Mondgestein zurückgebracht. Und die beiden Gesteine stimmen überein. Das bestätigen die Russen. Ich finde ein wunderschöner Beweis, ja, wir waren natürlich dort. Der Mensch hat seinen Fuß auf den Mond gesetzt. Aber waren auch Außerirdische auf der Erde? Millionen von Menschen glauben daran. Die ersten Sichtungen von UFOs, also nicht identifizierten Flugobjekten, wurden Ende des 19. Jahrhunderts registriert. Zeitgleich mit dem Beginn der Luftfahrtgeschichte der Menschheit. Außerirdische müssten für einen Besuch auf der Erde immense Entfernungen zurücklegen. Das uns am nächsten gelegene Sternsystem ist Alpha Centauri, 4,3 Lichtjahre entfernt. Wenn ein Außerirdischer es also wirklich geschafft hat, diese gigantischen Distanzen des Universums zu überbrücken, dann wäre das Erste, was ich hätte, Angst. Weil der muss ja so viel mehr wissen als wir. Also der muss so viel weiterentwickelt sein als wir. Dass ich sagen würde, wenn ich das auf menschliche Dimensionen übertrage, würde ich sagen,
der würde uns, wenn wir Glück haben, für Schimpansen halten, aber vielleicht eher für unsere eigenen Hunde, so vom intellektuellen, von der intellektuellen Kapazität. Das Internet ist voll von Himmelssichtungen jeglicher Art. Objekte in verschiedensten Formen. Untertassen, Kugeln, Lichtblitze. Die Aufnahmen sind meist unscharf und wackelig. Und das in einer Zeit, in der jedes moderne Mobiltelefon hochauflösende Videos aufzeichnen kann. Doch trotz des massenhaften Erscheinens von angeblich außerirdischen Fluggeräten, einen belegbaren Kontakt, den Beweis eines Besuchs extraterrestrischer Lebensformen, gibt es bis heute nicht. Und auch für Menschen, die behaupten, von Aliens entführt und wieder abgesetzt worden zu sein, ist das Internet die ideale Bühne. Die Menschen gab es ja immer schon, die irgendeine bestimmte Vorstellung hatten. Also wenn ich der Meinung bin, ich werde nachts geholt von Außerirdischen in ein Raumschiff und dort irgendwie untersucht, dann war ich gut verteilt und durchmischt in einer Gesellschaft. Und da hatte ich Freunde links und rechts und die haben mich mal zur Seite genommen und haben gesagt, du, bist du dir sicher, vielleicht hast du einfach nur schlecht geschlafen. Wenn ich aber jetzt ins Internet gehe und die sind jetzt alle organisiert, der eine sitzt in Kasachstan, der andere in den USA und der dritte eben jetzt hier bei mir vor Ort, dann ist das eine ganz neue Situation, weil jetzt schaffen die sich das, was man eine Filterblase nennt. Das heißt, diese Leute, die werden jetzt miteinander diskutieren. Und wenn der links von dir und der rechts von dir einfach sagt, ja, wie war es denn bei dir heute Nacht, als du geholt wurdest, bei mir war es so oder so, dann wird diese Wahrnehmung immer mehr verzerrt und diese natürlichen Mechanismen, die greifen nicht mehr. Das ist das große Problem meiner Filterblase. Wenn ich jetzt an meinen PC gehe und einschalte, dann kriege ich Angebote über Yoga zum Beispiel. Ist jetzt nichts Böses. Aber ich weiß, meine liebe Frau, die sich viel mit Yoga beschäftigt, war an meinem Rechner, hat wieder irgendein Buch gekauft beispielsweise. Dann kriege ich vorgeschlagen Yoga-Reisen, Yoga-Kurse, alles Mögliche. Das heißt, die Wahrheit, die ich vorfinde im Internet, die ist geprägt davon, was im Vorfeld gesucht wurde. Und wenn ich jetzt natürlich mit irgendeiner Verschwörungstheorie unterwegs bin und kriege nur noch solche Artikel angezeigt, dann meine ich irgendwann tatsächlich, das ist die Realität da draußen. Streng wissenschaftlich setzt sich das Projekt SETI mit der Suche nach außerirdischer Intelligenz auseinander. Mit Radioteleskopen suchte der Astronom Frank Drake als erster nach Signalen und Botschaften aus dem Universum. Da gab es mal dieses Ohio-Wow-Signal. Das wurde aufgezeichnet in den 70er Jahren. Und das heißt deshalb so, weil der zuständige Herr hinter den Plot, wie das Signal kam, geschrieben hat, wow. Und so, das wurde zum unfreiwilligen Namensgeber dieses Signals. Und die suchen jetzt in allen Wellenlängenbereichen, weil sie ja nicht wissen, wo wäre das zu erwarten. Wir haben so eine Schätzung, wo es sein könnte, weil da gibt es noch eine technische Wellenlänge für den neutralen Wasserstoff. Die ist ja so bei 21 Zentimeter. Und wir selber senden auch in dieser Wellenlänge. Und deshalb sind wir der Meinung, Außerirdische könnten auch auf diese Idee gekommen sein, dass sie diese Wellenlänge des Wasserstoffs nutzen. Und das Entscheidende an dieser Geschichte ist die Länge des Signals und der Verlauf dieser Kurve. Der Verlauf wäre ganz klar, der würde langsam ansteigen, intensiver werden und dann wieder abfallen. Und genau in dieser charakteristischen Zeit. Und genau so hat das Signal ausgesehen. Und es war ganz nah an der 21 Zentimeter Linie. Und da war die Aufregung natürlich klar groß, aber aus heutiger Sicht muss ich auf die Spaßbremse treten, vermutlich war es ein Gamma-Strahlenausbruch, wie wir heute vermuten. Mittlerweile vermuten Wissenschaftler allein in unserer Galaxie Milliarden von erdähnlichen Planeten. Eigentlich ausreichend Möglichkeiten, um intelligentes Leben entstehen zu lassen. Doch die Forscher suchen nun seit mehr als einem halben Jahrhundert vergeblich nach den Signalen einer fremden Zivilisation. Das Weltall schweigt. Das wohl bekannteste Beispiel für hypothetisches außerirdisches Leben sind die Marsianer. Die Vorstellung, dass unser Nachbarplanet von intelligentem Leben bewohnt ist, fasziniert die Menschen seit Jahrhunderten. Meistens grün und mit Antennen auf dem Kopf und fast immer feindselig. So werden die Marsbewohner in diversen Science-Fiction-Filmen dargestellt. Und immer herrscht die Angst vor einer Invasion aus dem All. Aliens erobern die Erde, um sich den Menschen untertan zu machen.
diese Angst, entdeckt zu werden, die ist ja tief in uns Menschen. Und das hat ja ganz viel damit zu tun mit unserer Historie. Wie ist es denn denen ergangen, die von uns entdeckt wurden? Da gibt es ja ganz tragische Beispiele. Und die Geschichte hat uns eines ganz klar gelehrt. Es ist viel, viel besser zu entdecken, als entdeckt zu werden. Der 30. Oktober 1938. Die Bürger New Yorks werden unruhig, als sich alarmierende Meldungen im Radio häufen. Meine Damen und Herren, wir unterbrechen unser Musikprogramm für eine Sondermeldung. Professor Farrell von Mount Jennings hat dort um 19.40 Uhr mehrere Explosionen beobachtet. Glühendes Gas, das in regelmäßigen Abständen auf dem Planet Mars explodiert. Zu einer Massenpanik führt dann schließlich der Live-Bericht eines Reporters von einer Farm in New Jersey. Irgendetwas windet sich aus dem Schatten, wie eine graue Schlange. Jetzt kommt noch eine und noch eine. Es sieht aus wie Tentakeln. Jetzt kann ich den Körper dieses Etwas sehen. Es ist groß wie ein Bär. Die Haut schimmert wie feuchtes Leder. Aber dieses Gesicht. Die Auflösung folgt wenig später. Der angebliche Angriff der Marsmenschen auf die Erde ist in Wahrheit ein Hörspiel, beruhend auf dem Roman von H.G. Wells, Der Krieg der Welten. Sein Namensvetter, das junge amerikanische Film- und Theatergenie Orson Welles, hat den Roman für das Radio aufbereitet, täuschend echt. Ich glaube, sowas wie bei Orson Welles zum Beispiel könnte sich heute nicht so leicht verbreiten, weil angenommen, da sind irgendwelche Aliens gelandet, dann würden alle Leute natürlich sofort sagen, schickt mir mal die Fotos oder schickt mir mal das Video. Und wenn da nichts kommt, dann würde man sagen, gut, ein netter Witz gewesen. Es ist immer wieder unser Nachbarplanet, der die Fantasie anregt. 1964 schickt eine US-Sonde erste Bilder des roten Planeten zurück zur Erde. Der Mars ist erdähnlich. Er hat eine dünne Atmosphäre. Auf seiner Oberfläche finden sich Gesteinsbrocken, sandige Böden und Dünen. Ein wahres Marsfieber bricht aus, als 1976 auf einem Foto der Sonde Viking 1 deutlich ein menschliches Antlitz zu sehen ist. In dieses Gesicht haben viele Leute die Existenz von Aliens hineininterpretiert. Das muss ja künstlich erzeugt worden sein. Nun kann man hier allerdings ein bisschen mit dem Zufall argumentieren. Auf dem Mars gibt es natürlich genauso wie auf der Erde viele Erhebungen, Senkungen. Und wenn man sich mal die Struktur eines Gesichtes anguckt, dann kann man allein, dass man mit, wenn man mit Erhebungen und Absenkungen so zufällig ein bisschen rumspielt, erzeugt man auf der Fläche des Mars eine Fläche, auf der sich sowas wie ein Gesicht entwickelt, möglicherweise auch eine andere Fläche, auf der sich irgendein anderer Gegenstand plötzlich hervorhebt. Das ist ein reines Zufallsprodukt, in das wir dann auch noch mit unserem Gehirn etwas reininterpretieren. Wir sind es gewohnt, in Mustern zu denken. Wir versuchen ständig, irgendwelche Muster zu erkennen und sind dann mit unserem Gehirn in der Lage, diese Muster auch zu vervollständigen. Und deswegen muss da nicht mal ein ganzes Gesicht entstehen, sondern nur die Konturen und wir stellen uns dann das ganze Gesicht dazu vor. Also das hat gar nichts mit Aliens zu tun, das ist ein reines Zufallsprodukt. Aufnahmen von der Marsoberfläche beleben immer wieder die Diskussionen über Außerirdische. In Steinen und Felsen werden regelmäßig künstliche Formen erkannt. Aber das ist weniger eine Frage der Geologie, sondern eher der Psychologie. Doch nicht nur Aliens und UFOs dienen zur Legendenbildung. Allein die Tatsache, dass der Mensch in den Weltraum vorgestoßen ist, gibt genügend Anlass für verwegene Theorien. Viele stellen sich zum Beispiel die Frage, kann der Mensch in dieser lebensfeindlichen Umgebung auch ohne Raumanzug überleben? Lassen Sie uns jetzt mit ein paar Weltraummythen aufräumen. Da ist zum Beispiel die Frage, was passiert mit meinem Körper, wenn ich einfach in den Weltraum, ins Vakuum hinausgehe? Sie kennen diese Kinogeschichten. Also, ich in der Vakuumschleuse, die Tür geht auf einmal auf. Und die Leute glauben ja, mein Körper explodiert. Aber das stimmt nicht. Das Einzige, was explodieren könnte, das sind Hohlräume mit Luft drin. Also meine Lunge und die beiden Mittelohre. Aber wenn ich den Mund aufmache, dann können diese Gase entweichen. Also nichts mit Explosion. Was aber passiert ist,
Nach 6 Sekunden beginnt mein Blut zu kochen. Es bilden sich Gasbläschen. Die verstopfen meine Adern. Es kommt zum Kreislaufkollaps. Aber auch davon merke ich nichts, denn ich habe ja noch den Sauerstoff in meinem Blut. Nach 10 Sekunden bekomme ich aber den Blackout. Das heißt, die Netzhaut meiner Augen werden unterversorgt. Und nach weiteren 5 Sekunden, dann erst werde ich bewusstlos. Und dann kann ich nichts mehr machen. Aber es dauert noch weitere 2 bis 3 Minuten, bis ich wirklich Hirnschäden bekomme. Und dann sterbe ich tatsächlich. Fazit, ich habe etwa 20 Sekunden, um etwas gegen diese Situation zu tun. In seinem 1968 uraufgeführten Science-Fiction-Meisterwerk 2001 Odyssee im Weltraum spielt der Regisseur Stanley Kubrick genau dieses Szenario durch. Ohne den Schutz eines Helms muss sich ein Astronaut kurzfristig dem tödlichen Vakuum des Weltalls aussetzen. Für kurze Zeit ist der Organismus in der Lage, das tatsächlich noch zu kompensieren. Und dieses Szenario, ich habe mir da auch viele Gedanken drüber gemacht. Er schießt sich da aus dieser Kapsel raus und kann dann auch gleich diese Notschleuse schließen. Und dann kommt auch gleich der Druck, der Luftdruck, der sich dann aufbaut. Also das ist vorstellbar. Man sieht in dem Moment, wo der sich rausschießt, da wird das so ein bisschen neblig. Und genau das entsteht bei einer rapiden Dekompression. Die Feuchtigkeit in der Luft, die kondensiert, weil durch diese Entspannung sinkt die Temperatur der Luft und das Wasser wird zu Nebel. Also das kann ich bestätigen, dass das sehr realistisch dargestellt war. Ich hoffe, es wird nie dazu kommen, dass ein Mensch in so einer Situation ist. Ich denke mal, für wenige Sekunden lässt sich das überleben. Im Weltall ist viel Platz für Mythen und Legenden. Doch die meisten stimmen einfach nicht. Die Teflonpfanne ist keine Erfindung der Raumfahrt und Astronauten tragen auch keine Cyanidkapsel bei sich. Eine Geschichte ist jedoch wahr. Auf russischen Raumschiffen gibt es eine Schusswaffe. Mit der Sojus-Kapsel werden die an Bord seinerzeit der russischen Raumstation Mir bzw. heute der internationalen Raumstation ISS angedockt ist, dann fungiert die ja gleichzeitig als Rettungsboot. Das heißt, sollte dort oben irgendein ganz schlimme Katastrophe passieren und die Besatzung muss evakuieren, dann kann es sein, dass die Besatzung irgendwo auf diesem Planeten niedergeht. Und das kann im Meer sein, das kann in ganz entlegenen Regionen, in der Wüste, im Urwald, wo auch immer sein. Und deshalb hat man natürlich entsprechende Überlebensausrüstung mit an Bord. Und Teil dieser Überlebensausrüstung ist in der Tat eine Pistole, um sich, wenn man irgendwo in Regionen niedergeht, wo es Bären gibt oder irgendwelche Raubtiere oder man tatsächlich sogar für mehrere Tage, für mehr als 3 Tage, vielleicht für eine Woche ausharren muss, bis man gefunden ist, sich gegebenenfalls dann auch irgendwas jagen kann. Der Wahrheit entspricht auch, dass bereits Touristen ihren Urlaub auf der Raumstation verbracht haben. So wie die Multimillionärin Anusha Ansari. Ferien im Erdorbit. Ein sehr kostspieliges Abenteuer, aber kein Weltraummythos. Was den Weltalltouristen allerdings nicht möglich ist, ist das freie Schweben außerhalb der Raumstation. Die Erfahrung eines Weltraumspaziergangs bleibt den Profis vorbehalten. Es ist absolut überwältigend. Man bereitet sich natürlich auch gerade auf so einen Außenbordeinsatz sehr, sehr lange vor. Denn es ist klar, wenn man da rausgeht, ist die Marge für Fehler nicht besonders groß. Ja? Und dann geht man raus, da ist so eine Art Leiter, an der man sich mit seinen Sicherungsseilen festmacht und bin dann rausgegangen, habe mich umgedreht, weil ich musste ja die Ausrüstung und die ganzen Geräte, die wir da installieren sollten, in Empfang nehmen. Und dann beim
rumdrehen, sehe ich dann von außen die Raumstation und vor dem Horizont die Sonne aufgehen. Ne? Und das sind dann eben solche Momente, wo man eigentlich alles andere am liebsten vergessen würde und diesen Eindruck erstmal so lange es geht genießen. Aber die Zeit hat man natürlich nicht. In einem Wassertank trainieren die Astronauten die Einsätze außerhalb der ISS. Das Schweben im Wasser simuliert die Schwerelosigkeit. Diese Aufnahmen nehmen Zweifler als Beweis, dass es gar keine Raumstation gibt. Sie behaupten, die Bilder aus dem All seien Fälschungen. Und in diesem Wasserbecken würden sie von der NASA produziert. Eine Verschwörungstheorie können Sie eigentlich nicht widerlegen. Denn ein Verschwörungstheoretiker argumentiert ja immer in sich geschlossen. Der sagt, meine Theorie ist absolut richtig. Und alle, die mich versuchen, vom Gegenteil zu überzeugen, haben gefakte Informationen. Im Rahmen dieser Argumentationskette können Sie natürlich einen Verschwörungstheoretiker niemals überzeugen. Insofern ist es für Physiker schwer, mit Verschwörungstheorien umzugehen. Andere Skeptiker glauben zwar durchaus an die Existenz einer Raumstation, sie vermuten aber, dass die NASA Bildmaterial unterdrückt. Das beweist, dass wir nicht alleine im All sind. Im Internet findet man heute manchmal Bilder oder auch sogar Videos von irgendwelchen verschwommenen Dingen im Weltraum. Das wohl bekannteste ist Black Knight, aufgenommen von der Raumstation. Da sieht man irgendwas Dunkles, was sich so ganz langsam dreht. Und es gibt da einen Hype im Internet, wo Leute sagen, ja, das ist ein Alien-Satellit, den es schon seit 30.000 Jahren gibt. Nein, es gibt da viel einfachere Erklärungen. Wahrscheinlich ist es eine Isolationsmatte von der Raumstation. Fast die ganze Raumstation ist voll mit diesen Isolationsmatten, um sie gegen die Sonnenstrahlung zu schützen. Das erste Bild des Objekts wurde 1998 während einer US-Space-Shuttle-Mission aufgenommen. Die NASA veröffentlichte das Foto, wie sie es mit allen Aufnahmen macht. Von seiner Fangemeinde wird Black Knight, der Schwarze Ritter, als Beweis für vergangene Besuche von Außerirdischen angesehen. Andere behaupten, dass es ein Trümmerteil eines bereits 1955 explodierten Alien-Raumschiffs sei. Die Fantasie kennt keine Grenzen. Die Erklärung, dass es sich um ein simples Teil Weltraummüll aus den Anfangszeiten der Internationalen Raumstation handelt, lassen die UFO-Jäger einfach nicht gelten. Eine Verschwörungstheorie hat immer den Nachteil, sie liefert nichts Konstruktives. Sie können aus einer Verschwörungstheorie nie etwas Positives ableiten, eine Vorhersage machen, wie etwas funktionieren soll. Rationalität spielt auch beim sogenannten Roswell-Ereignis keine Rolle. Das US-Militär soll 1947 das Wrack und die Besatzung eines in New Mexico abgestürzten Alien-Raumschiffs geborgen haben. Doch die Trümmer gehörten zu einem geheimen Ballonprojekt der Armee. Die Außerirdischen wurden einfach hinzugedichtet. Viel interessanter bei der ganzen Alien-Diskussion ist, angenommen es stimmt, wie sind die überhaupt hierher gekommen? Diese Außerirdischen wären uns mindestens so technisch überlegen, wie es der weise Mann gegenüber dem Indianer war. Mindestens. Denn sie hätten ja all die Probleme überwunden, die dieses riesige Universum mit sich bringt. Und dadurch, dass wir wissen, dass die Relativitätstheorie nicht so falsch sein kann, musste die Relativitätstheorie auch für die Aliens gelten. Das Mekka der UFO-Gläubigen liegt am Rand der Salzwüste Groom Lake im US-Bundesstaat Nevada. Area 51. Eine Testbasis der United States Air Force und der CIA. Doch für die Anhänger alternativer Weltbilder dient das nur zur Tarnung der eigentlichen Geschehnisse. Der Erforschung außerirdischer Flugobjekte, die auf der Erde gestrandet sind. Zur Unterhaltung der UFO-Jünger schicken die Stützpunktangehörigen nachts auch gerne mal eine Lasershow in den Himmel von Nevada. Dass tatsächlich hier Außerirdische landen, das ist schon sehr, sehr unwahrscheinlich. Über diese immensen Entfernungen, über diese unglaublichen Zeiträume. Und noch unwahrscheinlicher, da bin ich mir aber jetzt wieder relativ sicher, wenn sie es bis hierher schaffen, dann werden sie nicht in irgendeiner Wüste in Nordamerika abstürzen, wie das ja in dieser Szene dann laufend kolportiert wird. Das ist, komischerweise, bis zu uns schaffen sie es immer und dann fallen sie alle runter. Also vielleicht haben sie hinten dann das, so ein großes L drauf. Vielleicht sind das die Fahrschüler unter diesen kosmischen Reisenden, ich weiß es nicht. Aber diese Konstellation
von einem fernen Stern schaffen es irgendwelche Lebensformen hierher und dann stürzen sie bei uns ab. Das würde ich mal als sehr unwahrscheinlich annehmen. Area 51, das Planquadrat 51 der Nellis Air Force Base, ist ein Kind des Kalten Krieges. Hier wurde Fluggerät wie die Lockheed A-12 getestet. Ein CIA-Projekt, das später zu dem berühmten Spionageflugzeug SR-71 Blackbird weiterentwickelt wurde. Bis heute wird in Planquadrat 51 experimentiert. So werden UFO-Jäger auch in Zukunft unidentifizierte Flugobjekte am Himmel von Nevada beobachten können. Dieser ganze Hype um die fliegenden Untertassen begann eigentlich in den 50er Jahren. Damals behauptete ein Pilot der US Air Force, bei seinem Flug über ein Gebirge 7 untertassenähnliche Gebilde gesehen zu haben. Und von da an begann der wirkliche Hype. In ganz Amerika wurden solche Untertassen gesichtet. Tatsächlich arbeiteten Forscher und Konstrukteure an Fluggeräten in Untertassenform. Die kanadische Firma Avro Canada begann ab 1946 mit der Entwicklung erster Konzepte für scheibenförmige Flugzeuge. 1958 kaufte die US Air Force das Projekt und führte erste Testflüge durch. Doch das nun Avrocar genannte Gerät konnte die Erwartungen nicht erfüllen. Höher als einen knappen Meter hat sich der Versuchsträger nie in die Luft erhoben. Das Programm wurde eingestellt. In der Luftfahrt gab und gibt es immer wieder skurril anmutende Entwicklungen. Sie sehen seltsam, spektakulär oder unwirklich aus. In manchen Augen vielleicht auch einfach außerirdisch. UFO-Sichtungen sind deshalb auch immer ein Abbild ihrer Zeit. Es gab ja auch Fernsehsendungen, die bestimmte Bilder vorgegeben haben. Und ab dann hat sich ja die Form solcher Flugobjekte mit diesen vorgegebenen Bildern ja auch wieder verändert. Also das ist so ähnlich wie bei diesem Fresko von Giotto, der bei dem Asteroiden diesen Schweif hingemalt hat. Und ab dann glauben wir alle, dass Asteroiden so einen Schweif haben. Und an Weihnachten sehen wir alle diese Asteroiden mit diesem Schweif. Ist natürlich alles Quatsch im Endeffekt. Aber Bilder, die wir sehen, also die Macht des Bildes, das ist mal klar, die Macht des Bildes darf man nie unterschätzen. Das ist etwas, was in unsere Gehirne eindringt und unser Denken auf jeden Fall beeinflusst. So hat sich auch der Mythos von im Dritten Reich entwickelten fliegenden Untertassen gebildet. Die sogenannte Reichsflugscheibe geistert in zahlreichen, meist zweifelhaften Publikationen umher. Für Freaks reicht das schon als Beweis der Existenz dieses Luftfahrzeugs mit seinen revolutionären Flugeigenschaften. Das Gerücht um die fliegende Nazi-Untertasse nimmt seinen Anfang in den frühen 50er Jahren. Auslöser ist die damalige UFO-Hysterie in Nordamerika. Um Hitlers Flugkreisel herum verbreiten sich bis heute zahlreiche Verschwörungstheorien. Und die von rechtsextremen Ufologen immer wieder verbreiteten Märchen sind so grotesk und bizarr, dass sie der finnischen Science-Fiction-Komödie Iron Sky als Vorlage dienten. Der Film erzählt die Geschichte von der mit Flugscheiben in die Antarktis geflüchteten Nazi-Elite. Von dort aus brechen sie auf ins All und besiedeln die dunkle Seite des Mondes. Wir gehen jetzt mal weg von diesen ganzen UFOs und Aliens und wenden uns den Mythen über die Erde zu. Der schönste Mythos, wie ich finde, ist die Hohlwelttheorie. Sie besagt, unsere Erde ist im Inneren hohl. Wie kommen die Leute auf sowas? Nun, der Erste, der das behauptete, war der berühmte Astronom Halley. Das ist der, der den Halley-Kometen gefunden hat. Er wiederum bezog sich auf den alten Newton. Denn der hatte angeblich berechnet, dass die Erde nur 60% Dichte hätte vom Mond. Ergo muss sie innen hohl sein. Und diese Idee hat dann über die Jahrhunderte Feuer gefangen und wurde auch ausgeschmückt. Die Leute haben dann später behauptet, sie ist nicht nur hohl, sondern es gibt auf der Innenseite eine eigene Welt, nämlich die Hohlwelt. Und diese Welt wird sogar beschienen von einer eigenen Sonne, die genau im Zentrum unserer Erde liegt. Und später wurde sogar behauptet, es gibt einen Zugang zu dieser Hohlwelt, nämlich über die Pole. Und da gibt es noch einen schönen Mythos, nämlich dem, dass unsere Erde flach ist. Flach wie ein Pfannkuchen.
Die Vorstellung von der Erde als Scheibe findet sich in vielen frühen Kulturen und Ursprungsmythen. Doch schon in der Antike verabschiedet man sich vom Bild einer flachen Erde. Die Welt wird schon früh als kugelförmig beschrieben. Bereits im 3. Jahrhundert vor Christus errechnet der griechische Gelehrte Eratosthenes den Erdumfang. Seit einigen Jahren aber blüht die Theorie einer flachen Erde wieder auf. Es gibt ja viele Menschen auf der Erde, die die gängigen physikalischen Theorien über das Weltall bezweifeln oder alternative Theorien aufstellen. Da ist ja auch nichts Falsches dran. Solange man sich überlegt, wie man diese Theorien beweisen oder widerlegen kann. In fröhlicher Selbstüberschätzung und in verbissener Überzeugung verleugnen die Anhänger einer flachen Erde jedes Gesetz der Natur. Wer an eine flache Erde glaubt, hat sich bewusst von der gegebenen und offensichtlichen Realität verabschiedet. Menschen könnten an eine flache Erde glauben, weil es eine einfache Situation ist. Die Kugel ist immer sozusagen komplex. Ja? Die Flachheit ist überschaubar, der Horizont, das Ende, fertig. Unsere Welt ist kompliziert geworden. Und ich könnte mir vorstellen, dass es Menschen gibt, die sagen, die Welt ist mir zu kompliziert, ich brauche ein einfaches Modell. So eine Verzweiflung an dem Wissen, was wir heute haben und an der Komplexität dieser Welt. Wenn man sagt, man verbindet das mit esoterischen Gedanken, kann das natürlich in dieselbe Richtung gehen, dass man sagt, man klingt sich sozusagen aus dieser Welt des Wissens aus und macht sich eine eigene Welt, die dann eben flach ist und in der man auch leben kann. Die Erkenntnisse der Astronomie und der Physik der letzten 2000 Jahre werden von den Anhängern der Scheibenerde schlicht nicht anerkannt und als Lügen geheimer Weltverschwörer abgetan. Selbst die offensichtlichen Dinge, die wir täglich auf einer kugelförmigen Erde erleben können, überzeugen nicht. Schon die alten Seefahrer früher haben gesehen, dass ungefähr, wenn ich ein Schiff beobachte, was sich von der Küste entfernt, dass nach ungefähr 10 Kilometern das Schiff hinter dem Horizont verschwindet. Obwohl man es eigentlich noch sehen können müsste, scheint dieses Schiff irgendwie abzutauchen. Und das legt den Verdacht nahe, dass es da irgendwie um die Ecke geht. Und zwar passiert das in jeder Richtung. Wenn ich in jede Richtung gucke, scheint nach 10 Kilometern dieses Schiff am Horizont zu verschwinden. Und das legt eigentlich den Verdacht nahe, dass die Erde nicht flach sein kann. Heute können wir es natürlich noch einfacher beweisen. Wir steigen einfach in eine Rakete und fliegen einmal um die Erde rum. Die im All rotierende Erdkugel als Abbild eines Betruges astronomischen Ausmaßes. Doch warum soll es solch einen Betrug überhaupt geben? Warum sollen Astronomen, Physiker, Mathematiker, ja selbst Piloten und Seefahrer eine falsche Theorie verbreiten? Diese Antwort bleiben die Flacherdler schuldig. Wenn Sie jetzt Wissenschaft kritisieren wollen, also egal, wo Sie stehen mit Ihrer Meinung, wenn Sie Kritik äußern wollen gegenüber dieses Establishment in der Wissenschaft, dann haben Sie halt hier schon eine Bühne bereitet. Und dann schlagen Sie in diese vorgefertigte Kerbe halt nochmal mit Ihrer Axt ein. Aber in Wirklichkeit gibt es wirklich noch Menschen, die fest davon überzeugt sind, dass die Erde eine Scheibe ist. Also ich weiß es nicht. Ist es nicht mehr eine Kritik insgesamt und der Versuch, das insgesamt irgendwie noch runterzuziehen, was die Wissenschaft macht. Auch der US-amerikanische Tüftler Mike Hughes ist davon überzeugt, dass die Erde eine Scheibe ist. Der hauptberufliche Limousinenchauffeur sieht sich von der Wissenschaft und den Medien betrogen, die die Erde als eine Kugel darstellen. Was ich entdeckt habe, ich habe das in den letzten 4 bis 6 Monaten recherchiert und liege ganz sicher nicht falsch. Die Erde ist flach, flach wie eine Frisbee-Scheibe mit einem hochgezogenen Rand. Und um den Beweis dafür zu liefern, möchte Hughes mit einer selbstgebauten Rakete ins All fliegen. Nach mehreren gescheiterten Versuchen startet Mad Mike im März 2018 in Richtung Erdorbit. Gut 570 Meter schießt er sich bei diesem Test mit seinem dampfbetriebenen Projektil in die Luft. Fehlen noch etwa 100 Höhenkilometer bis zum Ziel. Die Frage ist dann, wenn er jetzt mit einer Rakete hochfliegt, kann er sich dann selber überzeugen davon? Also ist dieses Experiment geeignet, diese Frage zu entscheiden?
Da bin ich mal gespannt. Also er könnte immer noch sagen, ich bin hochgeflogen und habe gesehen, die Erde ist eine runde Scheibe, fertig. Ja. Also was an diesem Experiment qualifiziert, ihn eventuell zu einem Ergebnis zu kommen, dass die Erde doch eine Kugel ist? Das weiß ich nicht. Ja. Also vielleicht müsste man ihn als Astronaut mal um die Erde rumschicken, dass er sozusagen wirklich den Eindruck hat, dass er da rumfliegt und auch dieses Kugelform sieht. Rationalen Argumenten sind Anhänger eines irrationalen Glaubens nicht mehr zugänglich. Ob es nun das Leugnen der kugelförmigen Erde ist oder das Leugnen der Landung von Menschen auf dem Mond. Gesunder Menschenverstand muss absurden Theorien weichen. Frei von jeder Fach- oder Sachinformation. Internet und Social Media dienen als Plattform für die Verbreitung und gleichzeitig als Durchlauferhitzer dieser alternativen Theorien und Denkweisen. Jeder ist in der Lage, sich zu umgeben mit Leuten, die die Dinge ähnlich sehen. Eine tolle Organisation, die hier geboten wird. Dadurch entstehen diese Filterblasen. Die Filterblasen führen dazu, dass Themen stärker besetzt und geklickt werden im Netz. Dann kommen die Algorithmen, die künstliche Intelligenz, die Bots, die erkennen, hier ist richtig Momentum drauf auf dem Thema. Die schüren das Feuer an im Endeffekt. Selbst wenn jetzt jemand kommt und kritisch ist zu diesem Thema, schürt er weiter an, weil der Bot erkennt, ui, hier ist sogar noch Diskussion, hier ist auch noch kritische Meinung, da müssen wir noch mehr draufhalten. Und dieses Momentum wird immer weiter gespielt. Und dann wird es verstärkt. Dann sind wir einmal diesen großen Kreis gegangen. Dann kommt es jetzt zu sowas wie einer alternativen Theorie. Die alternative Theorie findet wieder mehr Anhänger, weil sie eine einfache Lösung bietet. Die Leute sehnen sich nach einfachen Lösungen. Das wird wieder verstärkt von dem Bot. Und so dreht sich das Rad immer weiter. Das ist das große Problem dieser Filterblasen im Netz. Und das ist die Triebfeder dieser alternativen Weltbilder. Neugier und Fantasie. Dafür steht der Blick ins All und auch zum Mond. Doch es gibt auch eine Assoziation von Mond und Wahnsinn. Das Mondlicht, das unsere Wahrnehmung der Realität verändert. Schon immer war unser Begleiter und das uns umgebende All auch eine Wiege von Mythen. Ist nun die Erde flach? Also glauben Sie mir, wenn Sie in Zukunft als Weltraumtourist von da oben auf die kugelrunde Erde schauen, dann werden Sie nicht mehr den geringsten Zweifel daran haben, dass sie rund ist. Und gibt's fliegende Untertassen? Naja, auf der Raumstation, wo es die Schwerelosigkeit gibt, vielleicht, aber ansonsten ist das wirklich Quatsch. Waren wir auf dem Mond? Glauben Sie mir als Astronaut, natürlich waren wir da Ende der 60er und Anfang der 70er Jahre. Lassen Sie mich mal das Ganze so zusammenfassen. Tom Hanks sagte mal, wir leben in einer Gesellschaft, in der kein Gesetz uns verbietet, mit Dummheit und Blödsinn Geld zu verdienen. Im Jahr 1950 stellte der Physiker Enrico Fermi während der Mittagspause eine einfache Frage. Wo sind denn alle? Er meinte damit nicht Freunde oder Kollegen. Es waren die Außerirdischen, die er vermisste. Sind wir wirklich alleine im All? Der Mensch ist in den Weltraum vorgestoßen. Er hat dort viele Rätsel gelöst und noch viel mehr Rätsel entdeckt. Und es war auch der Schritt der Menschheit ins All, der zugleich zahllose Mythen und Legenden geschaffen hat.